Luft besteht zu fast 80% aus Stickstoff. Energiereiche elektrische Entladungen lassen ihn mit Sauerstoff und Wasser zu verdünnter Salpetersäure reagieren. Diese wiederum bildet im Boden die für die Pflanzenernährung wichtigen Nitrate. Doch reicht diese natürliche Stickstoffquelle der Pflanzen allein nicht aus, um die Verarmung des Bodens infolge intensiver Landwirtschaft auszugleichen. Bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts weist Justus Liebig auf die Notwendigkeit hin, die dem Ackerboden entzogenen Nährstoffe wieder zuzuführen, will man dessen Ertragsfähigkeit erhalten oder gar steigern. Zunächst beschränkt sich Liebig auf Mineralstoffe wie Calcium, Kalium und Eisen. Später dann erkennt er auch die Bedeutung einer Stickstoffdüngung. Zur Deckung des Bedarfs an stickstoffhaltigen Salzen boten sich die chilenischen Salpeterlager an. Salpeter, als Bestandteil von Schießpulver und Explosivstoffen, war auch Anlass für den 1879 beginnenden Krieg zwischen Peru und Bolivien einerseits und Chile auf der anderen Seite. Mit Unterstützung Englands ging Chile siegreich aus dem Salpeterkrieg hervor. Die Versorgung Europas mit Salpeter war gesichert. Doch es war abzusehen, dass auch diese durchaus begrenzten Vorkommen bald erschöpft sein würden. Ein Mangel an Stickstoffdünger hätte fatale Folgen gehabt. Denn bereits um die Jahrhundertwende zeichnete sich angesichts der enorm wachsenden Bevölkerung ein Nahrungsmittelengpass ab. 1898 prophezeite der englische Chemiker William Crookes, eine Hungersnot für die folgenden 20 bis 30 Jahre sollte es nicht gelingen, Stickstoffdüngemittel künstlich herzustellen. Die Bindung des atmosphärischen Stickstoffs ist eine der großen Entdeckungen, die auf die Genialität der Chemiker warten, so William Crookes. Bindung des atmosphärischen Stickstoffs, darunter versteht der Chemiker die Umwandlung des chemisch trägen Luftstickstoffes in eine für Pflanzen verwertbare Form. Zunächst wird versucht, Gewitter künstlich nachzuahmen.